Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Crysis 3. Bin hier gerade ins Skin-Labor rein und da wurden schon ein paar Leute etwas kaputt gemacht. Cell hat mich hier monatelang eingesperrt. Ich wusste nie, wie weit sie diese Scheiße treiben würden. So leicht horrorfilmmäßig. Hauptsache, der aimt so die rechte Seite ab, wo die Wand ist. Ja. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie mich in eins dieser Dinger gesteckt hätten. Weil der Nanosuit genau das ist, oder? Ein Ceph-Exoskelett. Ja. Wasser, das ist Wasser. Level 2. Ja, lauf mal schneller. Kurz geruckelt, kurz was nachgeladen. Mach auf. Mach du doch auf. Immer muss ich alles aufmachen. Junge, Junge, Junge. Ihr verdammten Cell-Bastarde! Das werdet ihr büßen! Ihr Bastarde! Wo zum Teufel seid ihr? Psycho. Wenn ich den Cell-Bastard finde, der das getan hat, bringe ich ihn um. Das war's. Claire, mach die Tür auf. Warte. Geht's dir gut? Ja. Geht's? Ja, halbwegs. Kalibriere Sensorsteuerung. Es dauert noch etwas. Kompensiere. Sind drin. Erfasst. Setz dich, Kumpel. Sehr beruhigend. Wir müssen ganz sicher gehen. Wenn wir den Anzug entriegeln, müssen wir den Nanitenstrom umleiten. Wenn er jetzt schon Self-Tech in sich hat, nicht auszudenken, was dann passiert. Bist du sicher, du kriegst das hin, Boss? Tu es. Ich aktiviere die Gedächtniswiederherstellung.
Filter. Wir haben ihr Wesen grundlegend verändert, aber angesichts eines Feindes mit einer so starken genetischen Qualität, wir mussten wie sie werden. Wir haben ihre Dopaminrezeptoren blockiert, um ihren Verstand zu schützen. Denn ohne sie würde der Schwarmverstand sie vernichten. Die Dopaminblocker sind weg. Ich registriere kritische neurologische Veränderungen. Er müsste jetzt eine saubere Verbindung mit den Seth herstellen können. Was ist das? Michael, tu das nicht. Nein! Warum nicht? Es wäre nicht gut. Ration ab. Danach ist der Nanosuit vollständig entfernt. Subjekt 8A, Sergeant Michael Sykes, funktioniert noch immer nahezu optimal. Allerdings ist ein beschleunigter Verfall zu erwarten. Du hast mir das angetan. Michael, bitte hör mir zu. Du bist der Grund, warum ich bekämpfe Sal wegen dir, weil... Das mit uns deshalb? Oder hast du nur so getan? Deswegen? Weil du dich verdammt nochmal schuldig fühlst? Ich hatte keine Wahl, Michael. Das Hell-Programm, wir hatten Schulden. Du weißt, wie das läuft. Ich musste das tun. Mit all diesen Leuten. Tag für Tag musste ich mir ihre Schreie anhören. Andauernd. Ich weiß, was ich getan habe. Gott, das kannst du mir glauben. Und ich muss für den Rest meines Lebens damit fertig werden. Ich muss mich dem jeden Tag stellen. Michael! Und wenn du dich schlecht fühlst, ist es okay, oder? Wenn es dir ach so leid tut, Claire. Wieso musste ich es so erfahren? Warum hast du es mir nicht einfach gesagt, du Verlogenes? Psycho, hör mir zu. Du weißt, wie das läuft. Und dass sie keine Wahl hatte. Sie hat getan, was sie tun musste. Keine Wahl? Sie hat nur getan, was ihr gesagt wurde? Hat nur Befehle befolgt? Was ist denn das für eine Scheiße, Prophet? Aber eines sage ich dir, sie hatte recht, was dich angeht. Du könntest genauso gut eine Scheißmaschine sein, weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Okay, Menschlichkeit war nie deine Stärke, aber Herrgott nochmal, sieh dich an! Wessen Gesicht verbirgt sich heute unter diesem Helm, Prophet? Hast du überhaupt noch ein Gesicht? Wir mussten alle Opfer bringen. Du hattest die Wahl, Mann. Jeder hat die Wahl. Ich hab dir alles gesagt, was du wissen musstest. Erinnerst du dich an die? All die Männer, die unter deinem Kommando gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast. Weil du keine Wahl hattest. Genau wie sie. Zeig Nein, Mann. Nimm deinen Anzug und führ deine eigenen Kriege. Wie immer. Michael! Warte! Nein, Claire. Er hat recht. Lassen Sie ihn gehen. Gott, es gibt Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in Cells neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung. RIP.
Warum kann sich Sel nicht einfach von mir fernhalten? Wir müssen alle evakuieren. Das wäre Zeitverschwendung. Ich muss so viele Leben wie möglich retten. Nein, das nützt nichts. Es wird sein wie auf Ling Shan. Archangel hat einen riesigen globalen Energiespeicher. Sie speisen diese Energie in den Alpha-Self ein und er schießt ein gewaltiges Loch in die Erde. Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mind Carrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Seth aufschalten? Appelt, Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniten in ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Gut. Aber ich bin bereit, die Folge zu beenden. Könnt ihr gerne oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es heißt Weißes 3 und so. Bis dahin. Ciao.